Willkommen zurück bei 2D Zocken. Wieder mal mit einem Let's Play von Subnautica. Ich gehe kurz ins Menü, pausiere das Spiel, denn wir sehen oben einen Timer. Hallo Lotte! David, hallo alle. War sehr spannend letzte Folge. Wir haben einen geheimen Maya-Tempel gefunden. Ich sag das jetzt einfach so. Was war da denn los? Wie krass. Übel. War cool. Und jetzt müssen wir 9 Minuten 26 zurück, aber wir haben auch schon wieder einen neuen Kommunikator. Den werde ich wahrscheinlich einfach mal ignorieren. Okay. Ja, und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist ein bisschen Wasser, bevor wir wieder los können, das ganze Zeug verstauen. Und ja, einiges zu tun. Wir müssen uns beeilen. Wir wollten auch noch mal ganz kurz in der Datenbank nach den Nach der Waffe schauen, nach nur der ganz Waffe kurz, schauen, die wir weil letztes Mal gesehen haben. Ich. der David hat sie gescannt. Ja. Wir haben einen Eintrag bekommen, aber wenn wir das jetzt nicht schnell finden. Nee. Daten aus Scans. Eins drunter, eins. Ah, okay, das war das Ge Konstrukt, Ja. das Gebäude. Na, die Zeit läuft. Wir sollten es uns später anschauen. Ja? Genau, oder wir entdecken das dann einfach dort. Haben wir jetzt schon was zu trinken? Haben wir schon randaliert, ist die eigentliche Frage. Natürlich, natürlich. Ich glaube, man hat es auch gerade gehört. Ups. Uns geht der Platz aus. Okay, hau Materialien weg. Sehr gut. Hier ist halt noch so viel Gold und ich weiß nicht, was weg kann. Blei, Gold, Silber, alles wichtig. Wir haben auch nicht so viel Zeit dafür. Ich würde sagen, was trinken, was essen. Dann müssen wir auch fast Und schon dann wieder müssen wir los. echt schon wieder los, ja. Aufregend. Aber es ist krass, wie man schon so richtig gestresst ist durch den Timer, weil wir wollen ja unbedingt wieder Wir zurück. wollen halt dort sein, wenn der Punk abgeht, was auch immer da passieren wird. Genau, was auch immer da passieren wird, das wollen wir natürlich rausfinden. Boah, jetzt kommen nicht mal Fische, die ich fangen kann. Ach, Nachts. brauchen wir diese Blasenfische? Normal, ich habe Hunger. Ja, da haben wir auch einen Nahrungsblub noch. Zack, Hunger ist gestillt. Wir brauchen Okay, aber wir Wasser. brauchen Blasenfische. Die hießen doch so, oder? Ja, die hießen so. Eieiei, Lotte. Da sind welche. Okay, reichen uns erstmal zwei? Ich glaube nicht, die Okay, geben dann nur nehmen wir drei. 20. Wir sollten noch. Ja, wir haben keine Zeit, du hast recht. Da ist noch Den nehmen wir noch einer. mit und dann aber. Dort. Appi galoppi! So. Zurück in die Base. Wie habe ich mich denn jetzt so weit davon entfernt? Keine Ahnung. Ja, klar. Und auch noch was trinken dabei. Nein, nein, nein. Wir konzentrieren uns. Wir schaffen das. Wir machen uns schnell ein paar Wasserflaschen. Wir sind nämlich gerade wirklich ein klein wenig im Stress. Man mag es kaum glauben. Wette ganz ruhig, weil ich so angespannt bin. Okay, wir verbauen jetzt alles Wasser. Ich würde sagen, Inventar scheißegal, oder? Wir schwimmen jetzt los. Wir können was rausschmeißen auf dem Weg. Zur Note. Silber ist ja daheim. Und jetzt geht's los. Alright. Ah, gut, wir können on the fly quasi trinken. Das ist sehr gut. Das spart uns 2 Sekunden. Die könnten noch wertvoll sein. Aber keine Panik. Ich glaube, wir haben so circa 3 Minuten gebraucht, um Ungefähr, ja. zurückzukommen. Das heißt, wir kriegen das hin. Wir sollten es tatsächlich schaffen. Es sind noch 900 Meter, passt. Aber ihr wisst, was wir meinen, ne? Dann schaut ja schon ein bisschen zu. Es gibt immer irgendwas, was zu tun ist. Das wollte ich noch tun und jenes. Und ja, der Timer, den wollen wir einfach nicht verstreichen lassen. Wir wissen ja nicht, was passiert. Und ich bin so aufgeregt. Oh Gott, ich merke das voll.
Bin richtig angespannt. Gerade ist irgendein Fisch gegen uns geschwommen und ich hatte mich nach links gedrückt. Ich hab's nicht mal gemerkt. Wow. Das war seltsam, aber da wir einfach nur zum Landeplatz wollen, egal. Okay, Hälfte ist geschafft. Das war flott. Das ist gut. Ja, und wir haben jetzt rausgefunden, letzte Folge, ich glaube, es war letzte Folge oder vorletzte. Keine Ahnung, was ist auch nicht so wichtig. Ja, dass wir den Segleiter mit Batterien betanken können. Ja. Ja, oh, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Letzte oder vorletzte? Na, die Sonne geht auf und wir können es uns gar nicht anschauen, weil wir keine Zeit haben. Da ist die Insel wieder. Hier war doch auch irgend so eine Meerjungfrau, Kreatur und Bösewicht. Ja, sogar ziemlich genau hier. Was glaubst du, was passiert? Oh, schwierig. Ich glaube, dass... Also, ich fände es irgendwie geil, wenn wir so eine explodierende Raumschiff, was auch immer, irgendwie runterfliegen sehen oder so. Ich glaube nicht, dass wir abgeholt werden und alles ist easy. Aber ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass wir auf Leben stoßen. Wenn ich mir das jetzt hier aber so angucke, was es hier halt doch noch so alles gibt, könnte ich mir dann doch wieder vorstellen, dass Leute kommen. Tatsächlich. Das wäre halt komplett anders, als wir bisher gedacht haben, dass dieses Spiel läuft. Ja, aber das entwickelt sich ja sowieso schon ganz schön anders, als wir dachten, dass es läuft. Ist richtig, ja. Also wir sind genau da. Genau hier ist der Punkt, der... Ach, was stand da? Ankunftspunkt. Ja, Landepunkt, oder? Landeplatz. Ich glaube, es war Landeplatz. In dem Viech waren wir ja auch, aber da geht es ja noch eigentlich hoch, ne? Also wenn es anatomisch nicht komisch ist. Oh, schön. Ja, wir sind ja durch diesen Windkanal, Matrixkanal, wie auch immer. Aufzug. Durch den Aufzug sind wir hoch und wieder runter. Meinst du, das war der Aufzug? Ja, aber da sind wir nur runter, ne? Wo als zu der Unterwasserausgang noch war, ins Schwimmbad. Ja. Also... Seit der letzten Folge bist du ganz schön aggressiv der Umwelt gegenüber geworden. Naja, ich benutze mein Messer ja nicht. Ach, wie krass. Hast du, guck mal bitte nach rechts. Ach so, oh. Ich dachte auch schon, Lotte, da fliegt Lotte. Was. Ja. Ja, ja. Naja. So, da wir ja noch 2 Minuten haben, müssen wir da nicht doof rumstehen, sondern ich kann hier noch ein klein wenig erkunden. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Nee, tatsächlich, ne? Also das ist zu hoch für ihn. Das geht gar nicht klar. Wir tauchen hunderte Meter in die Tiefe. Er springt fast auf die Höhe mit den Knien, aber... Nee. Ja, aber David, das Spiel hat uns gesagt, wir sollen Sport machen, nicht nur schwimmen. Und wir haben es nicht getan. Wir sind nur geschwommen. Ja. Das ist jetzt der Preis, den wir dafür zahlen. Fast beide gebrochen. Vermutlich. Es wäre jetzt witzig, wären wir da aufgeschlagen, tot, zurück in der Basis und wir kommen nicht mehr rechtzeitig. Ja, ist halt auch, meinst du, das Spiel hat Fallschaden? Ja, kann ich mir vorstellen. Fände ich ganz gut. Kann es scannen, okay. Das kaputte Teil. Violette Tafel, Tab. Leichter, als es aussieht. Das vor Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren zurückgelassen wurde. Ja, das ist halt wie die Alien-Technologie, sieht es ein bisschen aus, ne? Ja, und jetzt warten wir 30 Sekunden auf den Besuch. Sachen, die dann passieren. Hallo? Oh, Dave. Wieso gleich. Gehen wir eigentlich davon aus, dass sie aus der Luft kommen? Wegen Landeplatz, ne? Aber sie könnten auch mit einem U-Boot kommen. Guter Gedanke. Oh, es fährt hoch. Nee.
Oh! Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending. Das ist eine Kanone! Und wir haben sie nicht ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ging. Oh mein Gott, wir haben diese Blöcke eingesammelt, um die. Und ich sag noch so, vielleicht da können wir die. Den nein! Schieß sie nicht ab, das ist doch unsere Rett. Nein! Oh nein! Nein! Oh Gott, und ich sag noch, wir können die vielleicht ausschalten, aber das ergäbe ja keinen Sinn. Jetzt gerade eben hat es angefangen, nein, Sinn zu ergeben. Nein, nein, lass ihn! Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ach du Scheiße! Ich fühle mich gerade so schlecht. So schlecht. Wir haben uns über Sachen Sorgen gemacht, die wir vielleicht im Inventar nicht mitnehmen können und sowas. Und jetzt haben wir unsere Kumpels getötet, dadurch, dass wir dieses Ding nicht ausgeschaltet haben. Aber wir waren noch relativ lang drin. Fuck. Vielleicht, wie du schon sagst, würde es nicht zum Spiel passen, dass wir auf Menschen treffen. Vielleicht konnten wir es gar nicht verhindern. Ich will, dass wir es nicht verhindern können. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ist es ja, vielleicht redet man sich das jetzt schön. Ja, pass auf. Meine Idee ist ja jetzt folgende. Oh. Ich dachte, weil es sich geändert hat, können wir da drin woanders hin noch. Ich glaube, wir können auch so. Ich glaube, wir haben einen Cube nicht aufgesammelt. Es kann natürlich aber auch gut sein, dass wir keinen Einfluss drauf hatten. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich glaub's fast, weil was soll denn dann kommen? Konversation, alle haben sich lieb, wir werden abgeholt, schönen Tag noch, Credits. Naja, vielleicht hat das Spiel mehrere Enden. Ich meine, wir spielen es ja blind. Wir haben ja nichts dazu gelesen und wir haben uns nichts dazu angeschaut. Ja, aber wir haben ja, sind ja noch nicht mal, was ich meine ist, wir sind ja noch nicht mal so weit, um ansatzweise anzufangen, eine Basis zu bauen. Ja. Wir sind ja noch nicht so weit. Ob jetzt schon Credits kommen können? Ah, ich fände es aber cool. Ich fände die Möglichkeiten einfach cool. Aber irgendwo kann ein Spiel natürlich auch nicht alles bieten. Und das ist ja nun mal, es ist ein Survival-Game. Für 20 Euro. Den Spaß. Dafür hat's schon relativ viel Content. Ganz schön abgeliefert hat's. Also wir waren hier, krass. hier. Also hier kommen wir nirgends mehr weiter. Dann kommen wir nur noch in den Aufzug. Mehr ist dann, hier nicht. Dann gehen wir bitte noch mal kurz zurück, weil ich dachte, ich hätte noch eine Rampe nach oben gesehen. Da war das Datending, was wir abgeholt haben. Ja. Hier. Wir müssen jetzt in den Aufzug nach unten. Hier ist jetzt der Eingang. Hier geht's raus. Da kommen wir her. Aber so, ach, da kommen wir her. Okay, und... Wir kommen von hier. Ach, okay. Nö, dann habe ich mich verguckt. Okay, dann habe ich nicht aufgepasst, als wir reingelaufen sind. Aha. Ja, ich weiß, typisch. Muss doch aufpassen. Dabei bin ich eigentlich gar nicht so, aber das Spiel schafft es, mich ständig abzulenken. Okay. Sollen wir nochmal Aufzug fahren? Ich würde gerne nochmal zu dieser Waffe. Ins Schwimmbad, ja. Aber war eine coole Aktion. Ich habe gerade eigentlich weniger erwartet. Also, dass so eine intergalaktische Abwehrflak ein Raumschiff vom Himmel holt, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt wissen wir auch, was es ist. Es ist kein Tempel. Nein. Es ist eine fucking Waffe. So, hier unten müssen wir dann auch noch erforschen, weil da draußen war ja auch noch ein bisschen was. Hoffe ich zumindest. Kann ja auch sein, dass es einfach nur... kann ja sein, dass es einfach nur... ein anderer Eingang ist. Ja.
Ich glaube aber auch, und vor allem, wir haben jetzt gegessen, wir haben getrunken, wir haben auch was dabei. Also wir sind ausgerüstet, um noch ein bisschen zu gucken. Essen haben wir tatsächlich nicht dabei. Doch, einen Fisch haben wir da. Ich hab den gerade mal gegessen, bevor er verrottet. Und ja, er hat uns durstig gemacht. Aber wir haben zwei Flaschen dabei. Ja. Wir haben vorgesorgt. So, und hier ist jetzt das Stargate. Das habe ich auch schon gescannt. Ich könnte hier eigentlich mit dem Scanner durchlaufen und schauen, vielleicht ist hier noch irgendwas. Weil das große Teil hier konnte ich ja auch scannen. Gute Idee. Ja. Wo war denn jetzt die kleine Waffe, nachdem jetzt das ganze Ding eine Waffe ist? Die tragbare Waffe ist hier. Ha. Und ich glaube ja, ach, ich weiß nicht. Glaubst du wirklich, wir können die haben? Ach, das Ding habe ich vielleicht gemeint. Hier links ist eine Rampe. Hier oben waren wir vielleicht noch nicht. Da waren wir noch nicht. Katzenaugen, wie schön. Gut gesehen. Ach, du meinst mich? Ich habe gerade gedacht, ich sehe keine Katzenaugen. Hier war wieder eine violette Tafel. Ich weiß nicht, warum wir so viele finden. Wir haben doch noch eins, zwei. Vor allem, wir haben die zum Öffnen dieses ganzen Dings gebraucht. Richtig, und dann nie wieder. Und die finden wir jetzt drinnen, dann sind die für was anderes. Naja, vielleicht sind die auch zum Beispiel für diese Kraftfelder hier, um die Dinger rum. Weltenvernichter. What? Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Bist du dir immer noch sicher, dass wir die Dinger nehmen können? Ja. Ein Weltenvernichter. Das glaube ich schon. Wenn wir ausschalten wollen, das Spiel oder so. So. Naja. Unser Ending ist alles kaputt machen. Wir ziehen alle mit. Ich glaube, ich will einfach, dass wir alles nehmen können. Wir sind jetzt ganz oben, ne? Ja. Schaut so aus. Ja. Und da ist wieder ein Kraftfeld und wir haben Tafeln. Wir müssen nur schauen, wo was zum Öffnen ist. Ja. Easy. Wie in Star Wars 1, Kampf gegen Darth Maul. Sau witzig. Du weißt nicht, was ich meine, ne? Du nicht Star Wars Kenner. Nö, aber danke fürs Outen. Gar kein Problem. Überhaupt kein Ding. Ich schaue jetzt nur hier auch mal in die Ecken. Es ist größer, als ich dachte. Ich füge jetzt keinen dummen Witz an dieser Stelle ein. Danke, danke. Das ist, du machst es einem nicht einfach, ne? Ah, ja, und vor allem, während man es sagt, merkt man schon so... Willst du schon selber Witze drüber machen? Ne? Ja, aber komm, dann spricht man den Satz halt noch ganz aus. Ist dann eh schon egal. Hier drin leckt es auch ein ganz kleines bisschen, das Spiel, ne? Merkst du das, wie es ein bisschen ja, ruckelt? Ja. So. Boing, boing, boing. Ja. Ihr pausiert jetzt hier und schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, was passiert. Das würde mich interessieren. Ja, bitte, unbedingt. Und genau jetzt geht's weiter und los geht's. Drück den Knopf. Hallo. Aha. Ob das so gut war? The control panel. Is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Okay. Ich weiß ja nicht, was ihr geantwortet habt, ne? Ich glaube aber, es hattet nicht recht. Broadcast, downloading summary to databank. Krass. Ey, wir werden hier überschüttet mit Infos. Es gibt so viele Sachen. Der Planet Standorte. Ist infiziert? Standort. Ich habe gerade Standorte bekommen. Moment, das muss ich ganz kurz nachschauen. Entschuldigung fürs Unterbrechen.
Ja, natürlich, Quatsch, guck. Das interessiert mich doch auch. Okay, wir klappen den ganzen Kradaladatsch jetzt mal auf hier. Ein schönes Wort. Ich weiß, dass es bei Tieren nicht dabei sein wird, aber. Ah, wir können ja auch erstmal hier gucken. Hier, übersetze hinter, speichere Zusammenfassung in der Datenbank. Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Ha, hat mir aber jetzt viel gebracht. Wir sind ja hier in der Datenbank. Naja, Also hier steht's. Okay, wir müssen jetzt mal schauen. wir sind abgestürzt auf einen Planeten. Und auf dem Planeten ist jahrtausende alte Technologie, die Neuankömmlinge eigentlich umbringt. Weil der Planet eben unter Quarantäne steht. Die meinen es ja vielleicht gar nicht böse, sondern wollen eine Verbreitung von irgendwas verhindern. Und gehen damit halt Ach, über guck Leichen. mal, da Ausgezeichnete steht's. weitere Seuchenforschungseinrichtung. Auftrag: Synthese eines Gegenmittels für die hochinfektiöse Bakterien mit der Bezeichnung Kara. Innerhalb einer ausgedehnten natürlichen Felsformation in einem Gebiet mit starken vulkanischen Aktivität, Energieerzeugung für alle örtlichen Einrichtungen. Es gibt wohl mehrere Einrichtungen. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Die Quarantänevollstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschiffe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Okay, wir hatten nicht die Möglichkeit, was dagegen zu Ich tun. glaub's auch nicht, nee. Huh. Hier ist übrigens das Gewehr. Ja. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst humanoid waren oder Humanoiden für sich arbeiten ließen. Oh, guck mal, das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden, aber es kann entnommen werden. Das finde ich sehr gut. Dass die Hersteller geistig wesentlich weiterentwickelt waren als der gewöhnliche Mensch. Also nicht wir. Na, das sind schön noch ein Seitenhieb. Na gut, das ist jetzt alles nur noch. Okay. Und dann nur noch unser normales Spiel, weil es war jetzt ganz Das schöner Exkurs. andere Spiel. Oh, warte mal, würdest du noch mal auf den Knollenbaum gehen, weil der ist unter der Rubrik, da warst du gerade zwei, drei runter. Und stopp. Die Rubrik heißt Verwertbares. Essbar mit hohem Wassergehalt. Wir können uns vielleicht Bäume dann irgendwo Oh. hinzüchten. Pack mal ein paar Snacks ein. Nochmal komm. Du hast noch mal gedrückt. Ja. Glaubt ihr, er überprüft uns, ob wir infiziert sind? Ja, ich. Oder er spritzt uns das Gegenmittel? Oh ja, das könnte noch ein nicer Plot-Twist irgendwann sein. Aber ich glaube nicht, dass sie das Gegenmittel gefunden haben, denn der Planet steht ja unter Quarantäne. Ich denke, dass der uns damit Blut abgenommen hat und halt schnell mal gecheckt hat, okay, wir sind kein Jahrtausende altes Alien, also dürfen wir nicht an die Technologie. Also brauchen wir einen Alien-Arm. Was wir alles brauchen, ne? Ich erinnere noch mal an die Kaffeemaschine. Also wir sollten vielleicht nicht darunter springen, bitte nicht. zurück zur Basis, bisschen was mitnehmen und dann ausbauen. Ja, wir können jetzt nämlich mit zwei Silbererz und Lithium. Oh, das hängt ganz schön. Leute, entschuldigt dafür, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Schnell raus. Es gibt Fallschaden in diesem Spiel. Gut, dann hätten wir das auch getestet. Und jetzt gehen wir hier unten raus, um dann eben Da noch mal zu gucken. richtig. Sehr gut.
Was ich sagen wollte, wir können ja jetzt dann dieses Chip oder was wir auch immer bauen wollten, Datenkabel, was war das? Irgendwie sowas. Ja, ein Kabel. Es ist stockdunkel, Freunde. Was soll denn sowas? Ich wollte doch jetzt hier das Stargate nochmal erkunden. Das ist natürlich ein blöder Zeitpunkt. Aber es sieht auch sehr schön aus. Wurden wir angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Man sieht halt so schlecht. Ja, was ich meine. Ja, das ist sehr schade, aber andererseits kommen wir bestimmt auch noch mal hierher zurück. Was auch immer das ist. Aber ich finde es total schön, wenn die Musik kommt, wenn wir was aufsammeln. Das ist immer ein gutes Zeichen. New creature discovered. Der Reginald. Herrlich. Boah, ganz schön beklemmende Tiefe. Mhm. Schau mal, das ist so ein Scan. Das hat jetzt nur die linke Wand hier, die Map. Das heißt, wir sind an einer Höhle dran. Au, wow. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hab da, glaube ich, jetzt noch keine Lust, schon wieder zu sterben. Nein, das wäre schade, weil wir haben die grünen Klumpen dabei, also die Zauberwürfel. Und die würde ich ja sehr gerne mit zur Basis bringen und dann mal gucken. Vielleicht können wir nachher, wenn wir ausgebaut haben, damit was machen. Vielleicht können wir das auch später als Energiequelle nutzen. Ja. Ich wow. Glaube, wir werden Ding ist noch hinter uns her. 100 Stunden dieses Spiel spielen, weil ich das Gefühl habe, dass es da noch so viel gibt, was wir machen können. Ja, wir haben aber ein Problem. Erzähl. Die Meerjungfrau-Bestie ist noch hinter uns. Wir müssen auf jeden Fall auftauchen. Wir haben nur noch 3% Energie. Okay. Oh, ja, aber vielleicht verfolgt die uns nur... Da ist sie. Shit. Ich hatte nicht... Wir waren ja am Anfang schon mal, sind wir an einer vorbei und das war ja, dann sind wir entspannt. Aber an Land. Warum sind wir jetzt wieder hier? Egal, wir schwimmen jetzt kurz an Land, um von der Dings wegzukommen und wechseln die Batterie und dann ab nach Hause. Also, dann können wir auch gleich ab nach Hause. Oder willst du noch mal gucken? Jetzt, wo ich gerade hier bin, eigentlich ursprünglich nicht. Aber jetzt, wo wir hier sind und von der Ding, können wir hier vielleicht einen Samen oder so mitnehmen. Hau doch mal mit dem Messer drauf. Sehr gute Idee. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Das ist ja fantastisch. Wir hätten gar nicht zurückgemusst. Oh Gott. Wir hätten das einfach essen und trinken können, quasi. Gut gemacht vom Spiel. Oh, ist jetzt der Baum weg? Ja. Dann bitte nicht essen, dann nehmen wir das mit. Die Probe mit. Die Frage ist, wird die schlecht? Okay, da sind noch viele. Wird die schlecht, die Probe? Kann gut sein, aber wir haben ja jetzt eh noch nichts, wo wir die reinpflanzen können. Aber das ist ja auf jeden Fall auf unserem Plan, wenn wir die Basis ausbauen. Was ist denn? Wir finden hier nie wieder her. Ach, weil wir keine Boje mehr haben. Und das Signal ist weg. Ja, aber... War das in der Richtung der Basis von den anderen? Also diese die Gazi, die Jay-Z-Basis? Nee. Nein. Ja, gut, da können wir jetzt nichts machen. Wir haben nichts dabei zum Markieren. Wir haben halt auch noch keinen Kompass, ne? Sonst könnten wir sagen, einfach gehen, Norden, schwimmen, irgendwann kommst du auf die Insel. Aber hier ist halt bestimmt noch so viel an Materialien. Wir kommen hier wieder her. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wir merken uns jetzt, können wir versuchen, exakt auf unsere Basis zuzuschwimmen. Also wirklich nur geradeaus. Und ja, dann können wir schnell einen Kompass bauen. Nee, aber uns irgendwie... Aber guck mal, links ist die Aurora. So können wir uns vielleicht ein bisschen orientieren. Aber auch nur ein bisschen, ne?
Ja. Ist ja 3D. Wobei wir 3 Minuten ist ja 3D, schwimmen, ne? Aber 3 Minuten schwimmen in so ungefähr die Richtung. Also du hast schon recht, ne? Es wird echt schwierig, aber ich möchte nicht, dass wir da nicht mehr hinkommen. Deswegen glaube ich, wir kriegen das hin. Ich hoffe. Und ich denke, wenn wir dann zu Hause sind. Oh, wie schön. Zu Hause. Beenden wir diese Folge und starten dann das nächste Mal durch mit Basenbau. Zumindest hoffe ich, dass wir unbedingt Basen bauen können. Diese Folge war nochmal ein klein wenig Maya-Tempel, die dann doch eine Flak war. Super oberzerstörerische Waffe. Ich bin aber sehr erleichtert, dass wir gar nichts hätten tun können für unsere Kompagnons. Ich habe es mir eingeredet und die Dokumente haben das dann auch nochmal soweit bestätigt, die Theorie. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir nichts hätten machen können. Ja, doch. Also ich glaube es jetzt mittlerweile auch. Und wir haben jetzt das Silber gefunden, was von unserer Hauptquest zur absoluten Sidequest und jetzt wieder zur Hauptquest wurde. Hier ist so ein Schlonger. Hier ist das Riff. Nur, dass wir da wieder hinfinden. Ja, würdest du mal bitte kurz anhalten und dich einmal umdrehen, also um die eigene Achse? Es gibt kein anderes Riff. Dieses Riff. Sehr gut. Und jetzt bitte nochmal auftauchen, dass wir wissen, wo die Aurora ist, wenn wir auf das Riff schauen. Rechts hinten ist sie. Wir müssen von dem hier zum Riff. Und dann nur geradeaus. Und dann müsste hier unten der Schlong sein, der auch in die richtige Richtung zeigt. Der hier. Und jetzt geht's ungefähr da 3 Minuten lang. Okay. Dann sollten wir diese Insel eventuell wiederfinden. Alles klar. Ist ja nur grob, aber das ist ein Anhaltspunkt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das ist auf Video gebannt. Wir müssen es uns nicht mal merken. Das finde ich auch sehr angenehm. Einfach YouTube auf dem zweiten Bildschirm offen. Und gut ja. Also, wie gesagt, damit beenden wir die Folge. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.